So, ihr Lieben, im heutigen Begeisterungsvideo der Violetten Garage befasse ich mit dem Thema, was tun wir, wenn eine Elektrode partout nicht leuchten will. Ich zeige euch da verschiedene Möglichkeiten von Dingen, die ihr unternehmen könnt. Das Erste und das Üblichste, was ihr unternehmen könnt, ist, dass ich einfach mal eine bestimmte Zeit lang die Elektrode mal in der Hand wärme. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass ein bisschen Wärme dem Gas auch beim Leuchten hilft. Also das ist das Erste, was ich mal mache, dass wenn so ein Ding gar nicht funktionieren will, dass ich das mal versuche warm zu machen. Ich habe das Gefühl, die Elektroden gehen besser, wenn die ein bisschen warm sind. So, wenn ich damit fertig bin, stecke die Elektrode ein, schalte mein Gerät an und siehe da, die funktioniert. So. Prinzipiell gilt, wenn eine Elektrode beim ersten Mal nicht funktioniert, einfach rausnehmen, reinstecken und nochmal probieren. Das macht ihr ein paar Mal hintereinander. Spätestens beim dritten oder beim vierten Mal wird die Elektrode angehen. Es gibt noch neben dem Warmmachen und mehrfach raus- und reinstecken, gibt es noch eine dritte Methode, wo man im Prinzip mit einer Saturationselektrode versucht, im wahrsten Sinne des Wortes, die Elektrode anzufeuern. Das ist auch was man tun kann. Das bewährt sich auch in den meisten Fällen. So, es gibt da noch was. Muss das mal ausmachen. Es gibt da noch was, was ich gern mache. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, weshalb das funktioniert. Ich habe das Gefühl, wenn man das so anmacht und da oben ein bisschen die Finger hinlegt an diese schwarze, dass dann manchmal die Elektroden dann das Leuchten anfangen. Ihr seht da, da springt da so ein bisschen ein Blitz auf meine Finger, kann sein, dass das entscheidende bisschen ist, was so eine Elektrode dann doch zum Angehen bewegt. Also das mache ich erst als allerletztes. So, und im Großen und Ganzen war's das jetzt eigentlich schon. Das heißt, wir haben tatsächlich mehrmaliges Raus- und Reinstecken, wir haben Warmmachen, wir haben die Saturationselektrode und wir haben den Trick vorne an der Spitze. Und jetzt wünsche ich euch extrem viel Erfolg. Bitte denkt dran, nur die wenigsten der Elektroden sind wirklich kaputt. Die meisten sind nur ein bisschen müde geworden, aber die kann man auch aufwecken. So, einen schönen Abend an euch alle.